Hallo. Er galt als Wunderkind der Branche, der Junge, der Millionen begeisterte, Macaulay Culkin. Mit Kevin allein zu Hause setzte sich der Kinderstar ein Denkmal. Der Film ist heute ein Klassiker. Für Macaulay Culkin beginnt ein Abenteuer, das Abenteuer-Filmstar. Anfangs schien alles in besten Händen zu sein. Seine Eltern übernahmen das Management und waren ständig an seiner Seite, voller Unterstützung und Liebe. Doch die Fassade begann zu bröckeln und die Realität sah anders aus. Offiziell schien seine Traumkarriere unaufhaltsam weiterzugehen. Der zweite Teil, Kevin allein in New York, brachte ihm 4,5 Millionen US-Dollar ein. Und die Filmstudios rissen sich buchstäblich um diesen jungen Star. Sogar der legendäre King of Pop Michael Jackson erkannte sein ungewöhnliches Talent und holte den damals erst 11-jährigen Culkin für sein Musikvideo Black or White vor die Kamera. Diese ungewöhnliche Freundschaft zwischen Jackson und Culkin trotzte selbst den schwersten Skandalen, die den King of Pop umgaben. Als Michael Jackson wegen Vorwürfen des Kindermissbrauches vor Gericht stand, trat Culkin als überzeugender Zeuge auf und verteidigte den Popstar, übrigens bis heute. Er betonte immer wieder, dass Jackson ihm nie etwas angetan hätte. What happened at the house? That's what all these things are concerned about. That's what's so weird, you know. What did happen? Nothing happened, you know. I mean, nothing really. I mean, we played video games, you know. Die Verbindung zwischen den beiden ging so tief, dass Michael Jackson Culkin sogar die ehrenvolle Aufgabe des Patenonkels für seine Tochter Paige Jackson übertrug. Diese Verbindung hält sogar bis heute. Sie empfinden einander als Familie. Kevin ist plötzlich Alleinverdiener seiner Familie. Die Eltern konzentrieren sich ganz auf die Karriere des kleinen Wunderkindes, mit dem sie auch ihre 6 weiteren Kinder ernähren. Sie werden gierig, kassieren vom ersten Moment an 15% Gage, verwalten sein Vermögen, machen seine Verträge und er geht daran fast zugrunde. In einem Interview sagte er einst: Ich war ausgebrannt. Ich empfand keine Freude mehr. Ich flehte meinen Dad an, mir eine Pause zu gönnen. Ein paar Wochen oder Monate mal nicht drehen zu müssen. Er sagte es mir zu. Am nächsten Tag unterschrieb er für 2 weitere Filme. In einem weiteren, später öffentlich gewordenen Interview brach Culkin erneut sein Schweigen über seinen schwierigen Vater und beschuldigte ihn, gewalttätig und psychisch missbräuchlich gewesen zu sein. Die Liebe seines Vaters zum Reichtum schien größer gewesen zu sein als die Liebe zu seinem eigenen Sohn. Your father was described as the father from hell. Oh yes, yes. My father was very good at breaking people's spirits. Doch in diesen dunklen Momenten klammert sich Macaulay Culkin an 2 besondere Menschen. Seine langjährige Pressesprecherin, die ihm mittlerweile seit über 30 Jahren treu zur Seite steht, und an John Hughes, dem Regisseur von Kevin allein zu Hause. Hughes besuchte ihn sogar am Set von Richie Rich und erkannte, dass etwas nicht stimmte. Ein paar Tage später rief ihn der Regisseur an, um zu fragen, ob es ihm wirklich gut ging. Diese Frage traf Culkin tief, denn niemand zuvor hatte sich je jemand um sein Wohlergehen erkundigt. Auch in Michael Jackson fand er einen Freund und Verbündeten. Heute wissen wir, dass ihre enge Beziehung auf gemeinsamen Kindheitserfahrungen beruhte. Mit 15 Jahren gelingt es ihm schließlich, sich aus dem toxischen Management seiner Eltern zu befreien. Ein Anwalt entzog ihnen die Kontrolle über das Management, die Verträge und den beträchtlichen Vermögensfonds im Wert von 30 bis geschätzten 50 Millionen US-Dollar. Noch als Teenager holt er sich einen Buchhalter, um seine Finanzen zu verwalten. Mit knapp 16 Jahren geht Culkin in Pension. Er hat genug. Wohl auf der Suche nach Geborgenheit heiratete er mit nur 18 seine Kollegin Rachel Miner. Die Ehe hielt nur weniger Jahre, doch in der Liebe schien er trotzdem Glück zu haben. Niemand Geringeres als die Hollywood-Traumfrau Mila Kunis war 8 Jahre an seiner Seite. Doch 2010 die schmerzhafte Trennung, wie Mila Kunis später in einem Interview enthüllte. I had a horrible breakup. A horrible breakup. And I'll be the first to admit it. Culkin trifft den nächsten Schicksalsschlag. 2008 verliert er seine geliebte Schwester bei einem Autounfall. Schockbilder, die um die Welt gingen, zeigen ihn vom Leben gezeichnet. Ein gebeutelter, gefallener Kinderstar.
Er gibt zu, ja, ich habe Drogen genommen, aber ich habe nie einen Entzug gebraucht. Ich habe es selbst auf die Reihe bekommen. Nur ehrlich gesagt, Alkohol und Zigaretten, von denen kann ich bis heute nicht lassen. Mit der Zeit fand Culkin seinen Weg zurück ins Rampenlicht, gebremst, wie er scheint. Der 43-Jährige lebt abseits der Öffentlichkeit, vermeidet große Red Carpet Events, macht wenig Pressearbeit. All das triggert ihn. Doch die Liebe zur Schauspielerei, die ist ihm geblieben, sagt er. Seine eher raren Performances, wie in American Horror Story, werden von Kritikern immer noch gelobt. Er ist und bleibt ein Schauspieltalent. Doch für den großen Ruhm, ja, für den scheint er nicht mehr gemacht zu sein. Er hat erkannt, was gut für ihn ist. Und das ist seine Frau. Disney-Kinderstar Brenda Song, mit der er 2017 gemeinsam in Changeland vor der Kamera stand. 2021, nach einer geheim gehaltenen Schwangerschaft, die glückliche Nachricht, sie sind Eltern geworden. Eine gesunde Tochter, sie nennen sie nach seiner verstorbenen Schwester. Ausgerechnet sein Bruder verplappert sich 2022, die beiden sind zum zweiten Mal Eltern geworden und mittlerweile verlobt. Und das ist sein echtes Glück auf Erden, seine eigene kleine Familie.